Meine Damen und Herren, nachdem wir uns in den letzten Stunden mit zeitabhängigen Feldern zu beschäftigen begonnen haben und bis jetzt uns mit zeitabhängigen Magnetfeldern beschäftigt haben, wenden wir uns heute zeitabhängigen elektrischen Feldern zu. Sie haben gesehen bei der Besprechung von zeitabhängigen Magnetfeldern, dass da neue Effekte auftreten. Also insbesondere das Induktionsgesetz ist von ganz besonders großer Bedeutung. Bei unabhängigen, zeitunabhängigen Effekten haben Sie da keinerlei diesbezügliche Effekte. Das tritt erst auf bei zeitabhängigen Effekten. Naja, und jetzt werden wir schauen, ob bei elektrischen Feldern ähnliche Situationen zu erwarten sind. Und man kann schon annehmen, nachdem sich die Dinge immer einigermaßen symmetrisch, wenn auch nicht ganz, zwischen elektrischen und magnetischen Feldern verhält, dass man auch hier mit was rechnen muss. Und so ist es auch. Und Sie werden sehen, das ist sogar ziemlich überraschend und erfordert Eingriffe in das, was wir bisher kennengelernt haben, ganz an der Basis. Also so gesehen war das, wie man sich erstmals mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat, und das war also die Großtat von Maxwell, war es also so, dass man hier wirklich neue Physik, neue Theorie einführen musste, um die Phänomene überhaupt verstehen zu können. Und das möchte ich Ihnen nahe bringen. Diese Dinge werden oft etwas argwöhnisch betrachtet und eher unter dem Motto, wer braucht es? Aber das Gegenteil ist der Fall. Das, was wir heute besprechen, ist die Grundlage dafür, dass wir verstehen, warum es elektromagnetische Wellen gibt. Und das ist ja immerhin was. Weil elektromagnetische Wellen sind ein sehr wichtiges Modell, mit dem man unter anderem auch die Lichtausbreitung beschreiben kann. Und das ist ja für uns eine ganz entscheidende Sache. Also wenden wir uns zeitabhängigen elektrischen Feldern zu. Und da beginne ich ganz unerwartet und unkonventionell mit einem kurzen Rückblick auf das Ampere'sche Gesetz. Das Sie ja schon kennen. Was sagt denn dieses Ampere'sche Gesetz aus? Dass die magnetische Spannung längs einer geschlossenen Schleife gleich ist dem elektrischen Strom, der von dieser Schleife eingeschlossen wird. Und das haben wir also geschrieben in der Form 1 durch μ0 mal das Ringintegral B Pfeil dr-Pfeil ist gleich dem Strom I. Wobei also dieser Strom I durch die Kurve hindurchfließt, die von diesem Ringintegral hier umschlossen wird. Man kann das auch so schreiben, Ringintegral B-Pfeil dr-Pfeil ist gleich μ0 mal I. Und daraus hatten wir auch in sehr einfacher Weise, indem man einfach nur ausrechnet, dieses Integral BdR umformt in ein Flächenintegral über die Fläche, die da von diesem Ring umschlossen wird, Rotation BdF, und das I, das ist ja Integral JdF, die Stromdichte durch diese Fläche durch, kommt man damit als Folgerung zu der Beziehung, an der wir nichts Schlechtes gefunden haben, dass die Rotation von B-Pfeil gleich ist μ0 mal J-Pfeil. Ich habe Ihnen damals schon gesagt, dabei wird es nicht bleiben, aber nicht gesagt, warum es dabei nicht bleiben wird. Jetzt kommt es dazu. Jetzt schließen wir also das Gebäude ab, gewissermaßen. Also, was sagt das? Die Aussage ist total einfach. Ein elektrischer Strom, dargestellt durch die Stromdichte J, umgibt sich mit einem magnetischen Feldwirbel. Und die Rotation dieses Feldwirbels ist ja in der Achse des Feldwirbels und damit parallel zu dem Strom, der sich ja eben mit diesem Feldwirbel umgibt.
daher ist die Rotation b proportional zu je, die beiden Vektoren sind parallel zueinander. Also das hoffe ich, dass Ihnen völlig verständlich ist. Sie denken sofort an den Earth-State-Versuch, der drüben ist er gestanden, mit diesem geradlinigen Stromleiter, rundherum bildet sich dieser magnetische Feldwirbel und führt dazu, dass eine unter dem Leiter stehende Magnetnadel sich querstellt, entsprechend diesem magnetischen Feldwirbel. Ich glaube, das sollte Ihnen wirklich klar sein. Und wenn Ihnen dabei was unklar ist, dann melden Sie sich jetzt. Denn davon gehen wir jetzt aus. Und wenn Ihnen das nicht verständlich ist, dann hat das Ganze nicht wirklich einen Sinn. Also reden Sie ruhig, es ist ja nichts passiert. Wenn jetzt irgendwas ist, was Sie hier nicht verstehen, dann vielleicht kann ich es noch deutlicher erklären. Na gut, also schön, freut mich. Also so kennen Sie sich aus. Naja, aber jetzt kommt also eine spannende Sache, nämlich oft ist es so, dass man die Gleichungen, mit denen man es zu tun hat, sozusagen abklopfen muss, darauf hin, ob die überhaupt so sein können oder nicht, ob da vielleicht irgendein Fisch drinnen steckt, den man zunächst noch nicht so wirklich bemerkt. Nicht? Und da kann man also bei dieser einfachen, ganz anschaulichen Gleichung auf die Idee kommen, dass man links und rechts die Divergenz bildet. Also wie man auf das kommt, ja gut, alles ist nicht so logisch, auf manches muss man halt drauf kommen. Nicht? Also wir bilden die Divergenz. Sie sehen aber wieder, meine Damen und Herren, die Physik lebt von diesen Vektordifferentialoperatoren. Wenn man davon nichts versteht, kann man sich das alles nicht klar machen. Und daher, Sie haben ja schon gesehen, dass Sie sich damit auseinandersetzen müssen. Also die Divergenzbildung. Da bilden wir also links einmal die Divergenz, dann haben wir Divergenz von Rotation B-Pfeil. Und auf der anderen Seite steht μ0, ist eine Konstante, mal Divergenz J-Pfeil. Wem fällt da irgendwas auf bei dieser Gleichung? Was bedeutet das? Was steht da? Tiefrot ist immer 0. Erinnern Sie sich, Rotgrad ist 0, Tiefrot ist 0. Und jetzt haben wir das mit dem Tiefrot. Das heißt, das hier ist identisch gleich 0. Jetzt werden Sie also denken, na gut und schön und? Ja, aber überlegen Sie weiter. Das μ0 ist eine Konstante, das heißt, daraus folgt, die Divergenz j ist gleich 0. Ja, das schaut vielleicht schon ein bisschen bedrohlich aus. Aber wirklich böse wird die Sache dann, wenn Sie sich überlegen und zurückerinnern, dass wir ja schon vor Zeiten die Kontinuitätsgleichung besprochen hatten. Denn es ist ja ein experimentelles Faktum, vieles deutet darauf hin, dass die Ladung eine erhaltene Größe ist, dass also die Ladungserhaltung eine wesentliche Grundlage der ganzen Elektrodynamik ist und die Ladungserhaltung in der Elektrodynamik kann ebenso dargestellt werden wie die Massenerhaltung in der Hydrodynamik durch eine Kontinuitätsgleichung. Ich schreibe sie einmal hin. Also, die Ladungserhaltung wird charakterisiert durch die Kontinuitätsgleichung und die haben wir also geschrieben in der Form Divergenz J plus d rho nach dt ist gleich 0. Und damit Sie auch jetzt sich auch gleich zurückerinnern, was das jetzt eigentlich zu besagen hat, dass das nicht irgendeine Gleichung ist, die eh keiner versteht. Das ist das, was ich Ihnen damals als die Geldbörselrelation verkauft habe. Wenn aus dem Geldbörsel was herausfließt, dann gibt es eine Abnahme der Gelddichte in Ihrem Geldbörsel. Es ist einfach weniger drin nachher. Also das versteht wirklich jeder. Und mehr ist da eigentlich nicht drin. Wenn die Divergenz an einem
Punkt die Divergenz je größer 0 ist, dann gibt es einen Nettostromfluss aus einem Volumen heraus. Und dann muss, wenn man das auf die andere Seite bringt, das gleich sein minus d rho nach dt. Das heißt, die Ladungsdichte da drin muss zurückgehen. Ne? Wenn was rausfließt, wird es drin weniger. Es sei denn, es kann sich neu erzeugen. Aber das ist ja genau die Idee bei der Ladungserhaltung. Da tut sich nichts neu erzeugen, sondern wenn was rausgeht, ist noch ein weniger. Das und nur das steht da in einer sehr klaren und konzisen Form, also ganz knapp und klar, aber das kann man ja sich leicht klar machen. Man muss nur wissen, was eben die Bedeutung der Divergenz ist, dieser Fluss aus einem Volumen heraus pro Volumenseinheit. Das haben wir ja schon längst besprochen. Na gut, es schaut immer noch nicht so tragisch aus, aber wenn Sie jetzt genau schauen, wird es schon blöd. Weil einerseits folgt also aus dieser Maxwell-Gleichung durch Divergenzbildung, dass die Divergenz je gleich 0 sein muss. Andererseits folgt aus der Ladungserhaltung, dass Divergenz je plus d rho nach dt gleich 0 sein muss. Das ist dann schon bitter. Weil was damit herauskommt, ist, d rho nach dt ist immer 0. Na, glaubt das jemand? Das würde bedeuten, dass die Welt total statisch ist, dass sich nirgends irgendeine Ladungsdichte verändern kann. Also das wird es wohl nicht sein. Also hier kommt man wirklich zu einem ernsten Widerspruch. Also die Folgerung daraus ist, dass das d rho nach dt immer gleich 0 ist. Und das widerspricht also der Erfahrung. Es zeigt sich, dass sich Ladungsdichten wo auch ändern können. Das tun sie auch. Also das stimmt nicht. Na, was tun wir jetzt? Das ist einer der Scheidewege in der Physik, wo es also darauf ankommt, sich jetzt Klarheit zu schaffen und sich auch irgendwie im Klaren zu sein, was tut man jetzt? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also insgesamt vor allem zwei. Entweder man bleibt bei dieser erstätschen Erfahrung, sagt, na gut, dann stimmt die Ladungserhaltung nicht. Ja, aber niemand hat irgendeinen Hinweis darauf, dass wo Ladungen neu entstehen oder verschwinden würden. Also andererseits, das erstätsche Versuch ist ja okay, also irgendwie ist jetzt also schon eine böse Sache. Und da muss also jetzt ein Ausweg herausgefunden werden. Natürlich, jetzt könnte man hergehen und zum Basteln anfangen, sozusagen. Also wenn man zum Beispiel sagt, und das werden wir also tun, wir wollen davon ausgehen, die Ladungserhaltung, die bleibt. Ladungserhaltung muss sein. Na, dann muss da irgendwas anders werden. Und dann kann man herumbasteln. Was müsste man hier noch hinzufügen, damit, wenn man dann die Divergenz bildet, das richtig so rauskommt und das wieder stimmt. Das ist natürlich möglich, aber ich glaube, dass es nicht wirklich sehr befriedigend ist, weil man dadurch eigentlich nicht so unmittelbar erkennt, um was für physikalische Effekte es hier geht. Und ich habe mich also entschlossen, einen anderen Weg zu wählen, der hier uns weiterbringt. Wir machen also hier quasi eine Zäsur. Da hier, das passt uns nicht. Wir müssen irgendetwas verändern. Und wir wollen also uns dafür entscheiden, wir halten fest an der Ladungserhaltung. Also muss wohl bei der Maxwell-Gleichung irgendwas geändert werden. Wahrscheinlich irgendwas hinzugefügt werden. Das dann hoffentlich so ist, dass der Örsted-Versuch trotzdem noch gerettet ist. Weil ein experimentelles Faktum kann man ja nicht wegschmeißen. Nicht? Das ist nicht so, er hat nicht recht gehabt. Das kann sich nachvollziehen, das stimmt ja. Nicht? Also, wir machen jetzt, um das weiter zu untersuchen, einen Bruch und werden ein Gedankenexperiment durchführen. Dieses Experiment kann man auch wirklich durchführen, ist aber sehr umständlich, weil sehr kleine Effekte zu beobachten wären. Also, wir machen es als Gedankenexperiment. Und dieses Gedankenexperiment ist folgendes. Übrigens, ich möchte gleich dazu sagen, am Ende dann
kommen wir schon wieder dazu, dass wir uns dem zuwenden und dann schauen wir nach, ob es das gebraucht hat oder ob es dann letztendlich stimmt, ob die Geschichte damit repariert werden kann. Also es kommt schon wieder zusammen, aber jetzt gehen wir einmal ein bisschen einen anderen Weg, einen anderen Zugang. Wir betrachten einen Stromkreis mit einem Plattenkondensator. Und den wollen wir heute jetzt einmal aufzeichnen, diesen Plattenkondensator. Da sind die zwei kreisförmig gedachten Platten dieses Plattenkondensators. Die sollen natürlich wieder unendlich groß sein und eng beisammen. Das ist da natürlich so nicht der Fall, aber wenn man die sehr groß zeichnet, dann ist es wieder schlecht. Also es zeichnet es halt so ein. Und dieser Plattenkondensator, der wird also in einen Stromkreis geschaltet, so dass er entweder aufgeladen oder entladen wird. Also typischerweise, wenn man das experimentell durchführt, dann legt man da eine zeitlich wechselnde Spannung an, und damit wird der Kondensator einmal in der einen und einmal in der anderen Richtung aufgeladen werden. Aber das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass er überhaupt aufgeladen wird. Man kann also zum Beispiel da auch eine Gleichspannung anlegen und jetzt wird da der Strom fließen und da wieder raus, dann wird die Platten immer positive, die wird immer negativer, so lang, bis er fertig aufgeladen ist. Und wir betrachten gerade den Zeitraum währenddessen, er sich auflädt. Ja? Also ein Kondensator muss man ja aufladen. Wenn er zunächst ungeladen ist, dann können Sie mal eine Spannungsquelle anschließen, dann wird ein Strom hineinfließen, auf der anderen Seite wieder weg und auf der einen Seite wird die Platte plus und auf der anderen negativ, solange bis er fertig aufgeladen ist. Ja? Verständlich? Ganz einfach. Also das betrachten wir hier. Ja. Es wird also ein Strom fließen in diesen Zuleitungen zu den Platten, obwohl da dazwischen ja Vakuum oder ein Dielektrikum ist, also wir wollen davon ausgehen, Vakuum, damit es besonders einfach ist. Ne? Und daher, da fließt zwar nichts durch, trotzdem aber gibt es einen Ladestrom, der da so durchfließt, der dazu führt, dass da die Ladungen immer positiver und da immer negativer werden, er lädt sich eben auf, dieser Kondensator. Und jetzt schauen wir uns an, während dieses Aufladevorganges. Wie wird es denn da ausschauen mit den Strömen und vor allem auch mit den zu diesen Strömen gehörenden Magnetfeldern? Weil wenn da also jetzt ein Strom fließt, dann kann man natürlich sofort da so einen Kreis betrachten, rund um diesen Strom herum. Und gemäß dem Amperschen Gesetz muss man davon ausgehen, der hat also einen Radius, nennen wir den einmal R, einen Kreis K1, und da fließt ein Strom durch, und gemäß dem Amperschen Gesetz ergibt sich da rundherum ein magnetischer Feldwirbel. Ja, wir reden von der Zeit während des Aufladevorgangs. Der ist dann auch irgendwann vorbei, dann ist wieder aus mit der Geschichte. Aber jetzt reden wir über den Aufladevorgang. Detto könnten wir natürlich auch auf der anderen Seite so einen Kreis legen. Der Strom geht da rein, geht da wieder weiter praktisch. Da lädt er das positiv auf, da wird das immer negativ. Also auch hier muss man davon ausgehen, dass sich dieser Strom, dieser Ladestrom, mit einem magnetischen Feldwirbel umgibt. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich da gerade einen derartigen Kreis zwischen diese Platten hineinlege da? Der hat also auch einen solchen Radius R. Und da kann ich jetzt auch noch schauen, das ist der Kreis K2.
kann ich auch nachschauen, wie wird es denn da jetzt sein? Wird es da auch ein Magnetfeld geben oder nicht? Naja, eigentlich müsste man ja sagen, nein, weil fließt ja kein Strom. Der Strom ist nur da und da ist er, aber dazwischen ist nichts. Und wir haben ja immer gesagt, nicht laut dem Amperschen Gesetz, dieses Ringintegral ist der Strom, der da umschlossen wird. Aber dieser Kreis K2 umschließt keinen Strom, weil da fließt ja nichts da dazwischen. Das ist ja Vakuum. Verstehen Sie mich? Also jetzt ist die Frage, was wird da also jetzt sein? Vielleicht zeichne ich da noch ein. Da hier, das ist die Distanz D zwischen diesen beiden Platten. Immer haben wir das D als die Distanz der Kondensatorplatten bezeichnet. Übrigens, wir sind schon wieder einmal beim Plattenkondensator. Nicht? Der verfolgt einen also ständig. Also ich glaube, soweit alles klar. Und man sollte davon ausgehen, es gibt da kein Feld im Bereich zwischen den Platten. Dem aber widersprechen die Tatsachen. Es zeigt sich nämlich, und das ist aber so für einen Demonstrationsversuch schwer zu machen, es gibt sehr wohl auch zwischen den Platten einen gleichartigen magnetischen Feldwirbel. Das ist deswegen schwer zu zeigen, weil die Effekte klein sind und alle möglichen Einstreuungen, beginnend mit Handysignalen und was Gott was alles, muss mühsam abgeschirmt werden, damit man das überhaupt sehen kann. Also ich mache eine große Ausrede dafür, warum wir das nicht vorführen. Es ist nicht leicht vorzuführen. Aber Sie können mir glauben, man findet das experimentell, dass da dazwischen auch ein solcher magnetischer Feldwirbel vorhanden ist, obwohl also gar kein elektrischer Strom fließt. Also wir machen da den experimentellen Befund, den wir aber nicht selbst finden, sondern den ich Ihnen mitteile. Und so gesehen ist es heute ein Gedankenexperiment. Die Messungen mittels einer Induktionsspule, wenn man also da so eine kleine Induktionsspule hergibt und da auch, die Messungen mit einer Induktionsspule zeigen, dass bei K1 und bei K2 das gleiche Magnetfeld herrscht. Also der Wirbel, der setzt sich da durch. Irgendwie ist das auch logisch, weil der soll da jetzt plötzlich abbrechen, dann ist nichts und da setzt er wieder fort. Das wäre auch irgendwie merkwürdig. Das passiert auch in der Wirklichkeit nicht, aber wir verstehen jetzt nicht, warum. Ja, wir können daraus natürlich, versuchen, das zu berechnen. Wir haben ja das Ampere'sche Gesetz. Mittels des Amperschen Gesetzes. Nun, da haben wir einerseits, ja, die Kreisflächen bezeichne ich hier noch als A1 und da drinnen die ist A2, umrandet von K1 und K2. Ne? Naja, was kriegen wir also? Für die Kreisflächen A1 und A2, gemäß dem Amperschen Gesetz, haben wir das Ringintegral längs des Randes der Fläche A1 B-Pfeil dr-Pfeil ist gleich μ0 mal i. Also gleich μ0 mal i. Naja, es lässt sich leicht ausrechnen. Dieses Ringintegral, wenn das ein konzentrischer Kreis ist und überall das gleiche Magnetfeld rundherum geht, ist einfach gleich der Kreisumfang 2πr mal b
ist gleich μ0 mal I oder B betragsmäßig, das rechnen wir jetzt nur betragsmäßig aus, ist daher gleich μ0 durch 2pi I durch R. Was? Was ist die Frage? Ja, Sie warten es ab. Wir haben ein Wirbelfeld schon bei einem konstanten Strom und wir haben ja gar nicht gesagt, der Strom muss zeitlich veränderlich sein. Er soll nur fließen und den Kondensator aufladen. Und in der Praxis kann man das als Wechselstrom machen. Aber es ist ein Stromfluss, der dazu führt, dass der Kondensator sich auflädt. Das kann auch für eine gewisse Zeit ein konstanter Strom sein. Der lädt den Kondensator auf, irgendwann ist er dann aufgeladen, dann ist Schluss. Und während das der Fall ist, dass er aufgeladen wird, gibt es dieses Magnetfeld, was wir ja schon aus der Oersteds'schen Erfahrung wissen, weil eben ein Strom sich mit einem magnetischen Feldwirbel umgibt und laut Ampere'schem Gesetz ergibt sich also, wenn man das ausrechnet, für diesen konzentrischen Kreis 2πr mal b ist gleich μ0 mal i oder b ist gleich μ0 durch 2pi mal i durch r. Eine Beziehung, die Sie seit langem kennen. So haben wir eben ursprünglich schon das B-Feld in der Umgebung eines geradlinigen stromdurchflossenen Leiters ausgerechnet. Und ich habe ja da auch so einen geradlinigen Leiter hier eingezeichnet. Also soweit passt das alles. Das ist okay. Aber andererseits können wir ja jetzt das Ampere'sche Gesetz auch hier anwenden. Und da kriegen wir dann das Ringintegral über den Rand von A2 B dr und das ist dann aber jetzt was? Da fließt kein Strom. Da wird in nichts eingeschlossen, das heißt, das ist Null. Nun, dementsprechend kriegen wir heraus, das ist wieder 2πr mal b, ist 0. Also, b ist gleich 0. Und das ist ein Widerspruch zum experimentellen Befund. Zum Experiment. Also, das ist schon mal schlecht. Das mit diesem Ampere'schen Gesetz, das wird irgendwie nichts. Aber jetzt gibt es noch eine andere Sache, die vielleicht noch schwerwiegender ist. Bei dem Ampere'schen Gesetz heißt es ja nur, dass man da längs einer geschlossenen Kurve integriert, durch die ein Strom hindurchtritt. Es ist aber nicht gesagt, dass diese Fläche, um deren Rand es geht, so eine ebene Fläche sein muss. Man kann ja zum Beispiel auch so eine Art Haube betrachten. Die möchte ich da jetzt rot einzeichnen. Sowas. Die geht da so hinein und kommt da wieder heraus. Und wenn man es nimmt und sie aufsetzt, dann ist es eine Haube. Also da ist jetzt frei. Die Fläche ist nicht so, sondern so ausgewölbt, dass die da so durchgeht. Und das ist dann auch eine Flachfläche A1. Die nenne ich jetzt A1 quer, glaube ich, habe ich es genannt. Jawohl. Also eine etwas andere Fläche, die ebenso von dem K1 umrandet wird. Ja? Es steht nirgends in dem Ampere'schen Gesetz, dass das nicht auch so sein darf. Es muss keine ebene Fläche sein. Also schauen wir uns das an mit dieser Situation, mit der Fläche A1 quer. Na, was haben wir dann? Dann haben wir eine andere Berechnung des magnetischen Feldes bei K1. Beim Kreis
K1. Wir machen wieder die Berechnung mit Hilfe des Ampere-Gesetzes. Wie schaut es jetzt aus? Jetzt bilden wir das Ringintegral längs von diesem Kreis K1, den wir jetzt als Rand der Fläche A1 quer auffassen, BDR. Rand von A1 quer ist dasselbe wie Rand von A1, weil das A1 ist die Fläche und das A1 quer, das ist diese Haubenfläche da. Beide sind berandet durch diesen Kreis K1. Daher wird dieses Integral BDR ja wohl dasselbe sein. Aber auf der anderen Seite jetzt, was steht denn da? I. Ja, was fließt denn durch die Haube für einen Strom durch? Ja, keiner. Weil diese Fläche jetzt so gelegt ist, dass sie durch den Zwischenraum zwischen den Kondensatorplatten durchgeht. Na, das ist aber komisch. Jetzt kann man es jetzt aussuchen. Verschiedene Flächen, die beide erlaubt sind, produzieren unterschiedliche Ergebnisse. Hier kommt also 0 heraus. So ähnlich, wie wir das bei dem Rand der Fläche A2 gehabt haben. Wobei man jetzt, und das will ich erst gar nicht anfangen, da auch wieder so eine Haube machen könnte. Und dann geht es auf einmal wieder durch den Strom. Das ist ganz willkürlich jetzt auf einmal. So kann es eigentlich gar nicht sein. Weil daraus ergibt sich jetzt sofort, dass B gleich 0 ist. Und das ist natürlich jetzt blöd. Weil das ist ja beim Kreis K1. Und das ist jetzt wieder ein Widerspruch zu dem, was wir da jetzt haben. Also wir haben einen Widerspruch zum obigen Ergebnis und ein Widerspruch zum Experiment. Zum obigen Ergebnis. Weil das obige Ergebnis für den Kreis K1 mit der Fläche A1, da kommt heraus I und da ist das B gleich μ0 durch 2 Pi I durch R, so wie es sein soll. Jetzt kommt einfach für den gleichen Stelle, kommt jetzt 0 heraus. Das ist also ein Widerspruch zum obigen Ergebnis, aber damit auch ein Widerspruch zum Experiment. Weil wir ja wissen, dass rund um diesen stromdurchflossenen Leiter sich eben dieser magnetische Feldwirbel ausbildet. Also gleich zwei Widersprüche. Da haben wir einen Widerspruch, da haben wir einen Widerspruch, da haben wir einen Widerspruch. Also da gibt es nichts wie Schwierigkeiten. Und die Frage ist jetzt, wie kann man sich daraus heraushelfen? Und da hat also Maxwell die Idee gehabt, die ich jetzt einmal wiedergeben möchte und dann entsprechend interpretieren werde, dass man einen zusätzlichen Strom einführt. Einen Strom, den es eigentlich nicht wirklich als Strom gibt. Den sogenannten Maxwellschen Verschiebungsstrom. Das hat nicht unmittelbar was mit der dielektrischen Verschiebung zu tun, die wir etwas früher bei den Eigenschaften der Dielektriker besprochen haben. Das heißt halt auch so, weil auch hier was verschoben wird. In dem Fall werden Ladungen verschoben auf den Platten des Kondensators. Und wir werden also, um diesen Verschiebungsstrom einzuführen, den Zusammenhang herstellen, zwischen dem Strom und den Feldänderungen. Also ein Strom, der zusammenhängt mit der Änderung der Ladungen auf den Platten.
Naja, der Kondensator wird ja aufgeladen. Das heißt, es gibt eine Änderung der Ladung des Kondensators. Und es gilt natürlich, dass dieses dQ nach dT, die Änderung der Ladungen auf den Platten, der Ladung auf den Platten, dass das gleich dem Strom I ist, der da in den Kondensator hinein und auf der anderen Seite wieder herausfließt. Das ist der Strom in den Zuleitungen. Und jetzt gehen wir davon aus, dass wir da einen Verschiebungsstrom einführen zwischen den Kondensatorplatten. Also dort, wo ja eigentlich kein Strom fließen kann. Und den setzen wir jetzt gleich diesem Strom. Wir wollen sozusagen den Strom in den Zuleitungen quasi kontinuierlich fortsetzen, obwohl dort gar kein Strom fließt, damit wir halt so etwas Ähnliches haben da dazwischen. Das ist ein bisschen mysteriös jetzt, ich weiß. Versuchen Sie das einfach jetzt einmal zu akzeptieren. Wir werden das Ganze schon in eine übersichtlichere Form bringen. Das war einfach schwierig, sich klar zu machen. Und das ist auch für uns schwierig. Denn dieser sogenannte Verschiebungsstrom IV wird jetzt einfach gleichgesetzt dem Strom I. Der soll sich da kontinuierlich fortsetzen über dieses Vakuum zwischen den Kondensatorplatten hinweg. Und das wollen wir also ausrechnen. Das ist also, wie gesagt, dQ nach dT, weil ja der Strom gleich die Ladungsänderung auf den Platten ist. Nun, das werden wir jetzt weiter umformen, weil das Q ist C mal U. Und andererseits haben wir, dass das C gleich ist Epsilon 0 mal A durch D. Das sind wieder so ein paar Goodies, die wir schon wissen. Also nach der Definition der Kapazität, Q ist C mal U und die Kapazität des Plattenkondensators ist Epsilon 0 mal A durch D, wobei die D, das D die Distanz ist und bei A müssen wir jetzt aufpassen, das möchte ich als Akond bezeichnen, die Kondensatorplattenfläche. Das ist natürlich ein anderes als das A1 und A2. Das sind Flächen, die von diesen Kreisen umrandet werden. Während das Akond sind einfach und schlicht die Flächen der beiden Kondensatorplatten. Ja, das kann man natürlich jetzt einsetzen. Setzen wir fort. Da haben wir also D nach DT von und das Q ist C mal U. Also Epsilon 0 A mal U durch D. Epsilon 0 A Kond mal U durch D. Epsilon 0 A Kond durch D mal U. Epsilon 0 A Kond durch D mal U. Naja, und wenn man das also ausrechnet, dann sehen Sie, das U durch D in dem Kondensator, das ist ja einfach was? Spannung pro Länge. E, also der Betrag der elektrischen Feldstärke. Und so kriegen wir da heraus, das ist gleich, Epsilon 0 ist eine Konstante, die Plattenfläche der Kondensators ändert sich nicht, haben wir E, also bleibt stehen, die Konstanten noch vor, Epsilon 0 A Kond mal DE nach DT. Wir haben also die zwei Konstanten, Epsilon 0 A Kond herausgenommen, uns bleibt D noch DT von E. Aber das schreibe ich jetzt partiell, weil das E ja auch von den Ortskoordinaten abhängig sein wird.
Also Sie sehen, so schaut das aus. Und man kann das natürlich auch vektoriell schreiben. Und wir bleiben jetzt nicht nur bei den Beträgen. Indem wir diese Plattenfläche mit einem Flächenvektor praktisch beschreiben. Flächenvektor der Plattenfläche. Und den nennen wir also Akont Pfeil. Der steht senkrecht auf die Plattenfläche, nicht, wenn so die Platten sind, senkrecht ist der Flächenvektor und seine Länge ist betragsmäßig gleich der Plattenfläche. Ganz klar. Und damit können wir also auch schreiben, dass dieser Verschiebungsstrom, sich darstellen lässt als Epsilon 0 mal A kont Pfeil mal DE Pfeil nach DT. Also da haben wir jetzt einen Ausdruck für diesen Verschiebungsstrom. Und interessanterweise, da tritt jetzt gar kein DQ nach DT mehr ein, auf und nichts mit einem wirklichen Strom, sondern da steht nur drinnen die zeitliche Änderung des elektrischen Feldes. Sehen Sie, jetzt kommen wir zu zeitabhängigen elektrischen Feldern, mit einem gewissen Umweg sozusagen. Wenn sich das elektrische Feld zwischen den Platten ändert, sprich wenn sich der Kondensator auflädt oder entlädt, dann kommt es zu diesem Verschiebungsstrom. Und für diesen konkreten Fall hier ist dieser Verschiebungsstrom gleich, so haben wir sie hier angesetzt, mit dem tatsächlichen elektrischen Strom, der was mit einer Ladungsverschiebung zu tun hat, Ladungsbewegung, in den Zu- oder Ableitungen. Und was man also jetzt dann tut, ist, wir sagen, wir machen es so, dass wir dann immer zu dem normalen Strom den Verschiebungsstrom hinzufügen. Na, außerhalb des Kondensators ist ja gar kein elektrisches Feld und schon gar kein zeitlich veränderliches. Daher gibt es dort nur den normalen Strom. Während zwischendrin gibt es wieder den normalen Strom nicht, aber dafür ein zeitlich veränderliches elektrisches Feld. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man also den also hinzufügt, zum bisherigen betrachteten Strom fügen wir das IV hinzu. Zum bisherigen Strom I wird Verschiebungsstrom IV addiert. Überall. Es kann auch sein, dass wo beides vorkommt, ein wirklicher Strom und ein Verschiebungsstrom, aber bei unserer Situation mit dem Kondensator da oben ist es nur entweder oder. Außen ist kein zeitlich veränderliches elektrisches Feld, daher ist das IV gleich 0, aber es fließt der richtige Strom, weil sich Ladungen bewegen in der Zuleitung und in der Ableitung vom Kondensator. Zwischen den Platten bewegen sich keine Ladungen. Da ist daher der wirkliche Strom I gleich 0. Aber, weil es sich so um einen Auflade- oder Entladevorgang handelt, wird sich das elektrische Feld zwischen den Platten ändern. Und aufgrund dieser Definition des Verschiebungsstroms ergibt sich damit ein IV, das sogar aus der Herleitung hier gesehen gleich ist dem Strom außen. Und das addieren wir jetzt zu dem nicht vorhandenen wirklichen Strom dazu, sodass dann durch den Kondensator durch dasselbe Strom insgesamt fließt, wie außen. Das wird einfach hier nahtlos und stetig fortgesetzt. Und ganz wichtig noch dazu, und das macht die Geschichte natürlich noch
mysteriöse. Es wird also dieser Verschiebungsstrom addiert, aber noch dazu, es werden ihm die gleichen magnetischen Wirkungen zugeschrieben wie dem wirklichen Strom. Also zum bisherigen Strom I wird der Verschiebungsstrom addiert. IV hat die gleichen magnetischen Wirkungen wie der Strom I. Wenn man das alles annimmt, in der Form, dann passt auf einmal alles wieder. Denn dann haben Sie da dazwischen den Platten auch einen Strom, nämlich den Verschiebungsstrom. Der ist gleich groß wie der wirkliche Strom außen. Man schreibt ihm dieselben magnetischen Wirkungen zu. Daher umgibt sich der jetzt ebenso mit einem magnetischen Feldwirbel längs des Kreises K2 und alles passt. Alle Widersprüche lösen sich auf. Es ist auch die Geschichte mit der rot eingezeichneten Haube kein Problem mehr, weil durch diese Haubenfläche tritt heute der Verschiebungsstrom IV hindurch und der ist gleich dem Strom I. Es kommt sich also aufs Gleiche raus. Auf einmal stimmt alles. Nur das Ampere'sche Gesetz schaut etwas anders aus, weil wir können jetzt sagen, mit dieser Annahme kriegt das Ampere'sche Gesetz eine andere Form. Wir haben damit sozusagen ein verallgemeinertes Ampere'sches Gesetz. Dieses verallgemeinerte Ampere'sche Gesetz lautet jetzt, also wenn man sich das da oben wieder anschaut, wie das war, 1 durch mu 0 Integral BdR, das bleibt bestehen. Das ist ja die magnetische Spannung, aber die ist jetzt einfach der Summe des Stroms I plus dem Verschiebungsstrom IV. Der kommt da jetzt noch hinzu, zu diesem I, der da oben steht. Beides mitsammen macht es aus. Naja, und wenn man das natürlich jetzt umformt und differenziell machen möchte, braucht man auch die zu dem Verschiebungsstrom IV gehörende Verschiebungsstromdichte. Na, das kriegen wir gleich aus dem. Die nennen wir JV-Pfeil. Naja, was ist denn das? I ist Integral J df. Naja, wenn wir da diese Plattenfläche drinnen haben, das ist der Strom durch die Plattenfläche im Wesentlichen, zwischen den Platten. Wenn man das durch die Plattenfläche dividiert, hat man den Strom pro senkrechte Querschnittsflächeneinheit. Das ist die Stromdichte. Also lassen wir da das A Kont weg und kriegen Epsilon 0 mal dE nach dT. Das ist jetzt einfach die Verschiebungsstromdichte. Also im Wesentlichen, bis auf den Faktor Epsilon 0, der halt immer wieder überall so herumgeistert, die zeitliche Änderung des elektrischen Feldes. Und wenn sich in dem Kondensator das Feld nicht ändert, dann ist die Verschiebungsstromdichte 0. Aber dann lädt er sich auch nicht auf oder entlädt sich auch nicht. Dann ist auch außen der Strom 0. Dann ist das Ganze ja gar nicht zeitlich veränderlich und es fließt gar kein Strom. Daher ist dann außen und innen kein Feld. Und ansonsten ist es außen und innen schon. Bitte. Bitte. Ich habe ja gesagt, die Frage ist, bis zu welchem Plattenabstand das funktioniert. Ich habe ja schon, wie ich das da oben gezeichnet habe, gesagt, wir müssen natürlich wieder die Idealisierung annehmen, dass die Plattenquerdimension groß ist gegen den Abstand,
denn sonst geht diese Gleichung hier nicht. Das Epsilon 0 mal A durch D ist ja eine Gleichung, die nur für Kondensatoren mit großen und eng beisammenliegenden Platten gültig ist. Und die Zeichnung ist natürlich ein bisschen weniger realistisch, aber wenn ich das so schön eng aufzeichne, dann kann ich das nicht mehr reinzeichnen, was ich da zeichnen will. Also das ist, man muss halt da Kompromisse machen, um es auch entsprechend einigermaßen übersichtlich darstellen zu können. Also es ist die übliche Idealisierung des unendlich großen Plattenkondensators, nicht? Okay. Naja, noch was. Ja. Links steht IV ist gleich I. Ja. Und wenn man jetzt rechts IV durch I ersetzt, dann würde stehen, es gleich 2I. Naja, die Sache ist die, wir haben gesagt, wir addieren zu Strom I den Verschiebungsstrom IV hinzu. Dieser Verschiebungsstrom ist aber dieser Ausdruck. Der tritt nur auf, wenn E zeitabhängig ist. E ist nur zwischen den Platten zeitabhängig. Nur dort tritt der Verschiebungsstrom auf. Aber andererseits, gerade zwischen den Platten, tritt der wirkliche Strom nicht auf, weil keine Ladungsträger transportiert werden. Andererseits, außerhalb der Platten des Plattenkondensators haben wir wieder kein zeitlich veränderliches elektrisches Feld, weil das elektrische Feld zwischen den Platten ist nur innen zwischen. Außen hat ja der Plattenkondensator mit unendlich großen Platten gar kein Feld. Das heißt, da ist das dE nach dT gleich 0, damit ist außen das IV gleich 0, aber da springt jetzt sozusagen der richtige Strom in die Bresche. Also die beiden addiert man zwar, aber für dieses Beispiel ist außen der eine und der andere ist 0, also außen ist I ein Wert und IV gleich 0, weil das dE nach dT 0 ist, innen ist das I 0, weil nichts fließt, keine Ladungsverschiebung stattfindet, also keine Ladungstransport stattfindet, aber dafür das elektrische Feld sich ändert. Und damit dieser Verschiebungsstrom setzt damit stetig den wirklichen Strom außen fort, wo es innen also keinen wirklichen gibt, dafür aber den Verschiebungsstrom. Außen gibt es den wirklichen Strom, dafür keinen Verschiebungsstrom, weil dE nach dT außen 0 ist. Das ist verständlich, was ich meine? Ich habe diesen Verschiebungsstrom so eingeführt, dass er den gleichen Wert hat wie der wirkliche Strom außen. So ist dieser Ausdruck zustande gekommen, dass er eben diese stetige Fortsetzung ergibt. Es ist das I gleich IV, aber es sind nie beide am gleichen Ort vorhanden, sondern ich sage, der Verschiebungsstrom werde so eingeführt, dass er den gleichen Wert hat wie der Ladestrom selbst. Aber ich sage dann, dass man den gleich diesem Ausdruck dE nach dT setzt und dieses dE nach dT ist nur zwischen den Platten ungleich 0. Andererseits ist zwischen den Platten der Strom gleich 0. Und wenn man die beiden also dann immer addiert, Annahme, man addiert zum Strom I den Verschiebungsstrom, dann hat, und man gibt an, dass das die gleichen magnetischen Eigenschaften hat, dann kommt man auf dieses verallgemeinerte Ampere'sche Gesetz und dann sind einmal diese dummen Widersprüche da oben beseitigt. Ja? Mehr ist es nicht, was wir jetzt gemacht haben. Und es ist, gebe ich zu, nicht besonders befriedigend. Aber warten Sie, es wird gleich befriedigender. Also jetzt haben wir jedenfalls einmal zu diesem Verschiebungsstrom da diese Verschiebungsstromdichte eingeführt und damit können wir jetzt aus diesem verallgemeinerten Ampere'schen Gesetz eine verallgemeinerte Maxwell-Gleichung gewinnen. In völlig ähnlicher Weise, wieder bleibt auf der linken Seite stehen Rotation B. Und jetzt haben wir dann auf der rechten Seite nicht nur das μ0 mal j, sondern das μ0 mal j plus jv. Und da brauchen wir das jv von da nur einzusetzen und erhalten damit
dass das Rotation B dann gleich ist. Nun multiplizieren wir hinein, μ0 mal J plus μ0 mal Epsilon 0 mal dE nach dt. Der Term ist hinzugekommen, der entspricht dem Maxwellschen Verschiebungsstrom. Sehen Sie? Und aus dieser Gleichung, deswegen sind die so toll, diese Maxwell-Gleichungen, sieht man jetzt eigentlich, worauf es ankommt. Und dass dieses Konzept mit diesem Maxwellschen Verschiebungsstrom ja eigentlich eine Art Etikettenschwindel ist. Denn wir haben ja da drinnen nicht tatsächlich einen Strom. Warum nennen wir ihn den Verschiebungsstrom, wo doch gar kein Strom fließt? Was eigentlich dahinter steht, meine Damen und Herren, wird anhand dieser Maxwell-Gleichung klar. Nämlich, dass ein magnetischer Feldwirbel nicht nur durch einen Stromfluss bewirkt wird, sondern zusätzlich und unabhängig davon auch von einem zeitlich veränderlichen elektrischen Feld. Und das ist ein total anderer Effekt. Der ist da jetzt nur mit diesem Maxwellschen Verschiebungsstrom so versuchsweise unter eine Decke gesteckt worden sozusagen. Aber tatsächlich gibt es also zwei Ursachen für die Ausbildung eines magnetischen Feldwirbels. Einerseits laut Oersted'schem Versuch eben ein Stromfluss, geradliniger Strom durchflossener Leiter, rundherum der magnetische Feldwirbel, ein alter Hut für Sie bereits, aber zusätzlich, und das ist komplett neu, zusätzlich auch eine zeitlich veränderliche elektrische Feldstärke. Und wenn Sie das jetzt da oben anschauen, passt es wunderbar. Nach dem, was ich schon gesagt habe, innen haben wir eine zeitlich veränderliche Feldstärke, da wirkt die das Rotation B und damit diesen magnetischen Feldwirbel. Außen haben wir keine zeitlich veränderliche Feldstärke, dafür haben wir einen Stromfluss. Der in dem Fall bewirkt denselben magnetischen Feldwirbel. Und in dem Fall ist es halt so einfach, da ist es so eine Entweder-Oder-Geschichte. Aber natürlich kann es in irgendwelchen umständlicheren Situationen, zum Beispiel eben im Fall von elektromagnetischen Wellen dann, so sein, dass beides vorhanden ist. Ein Strom und ein zeitlich veränderliches elektrisches Feld an der gleichen Stelle, ne, dann addiert sich das und beide jeweils tragen zu dem sich insgesamt bildenden magnetischen Feldwirbel bei. Also das, was hier neu dazukommt, was ganz wichtig ist, wir haben zwei unterschiedliche Phänomene. Das ist ein zweites, unterschiedliches, zusätzliches Phänomen. B-Felder können also von Strömen und von zeitabhängigen E-Feldern hervorgerufen werden. Jetzt ist die Frage, wieso ist jetzt das Oersted-Experiment immer noch okay? Naja, das liegt vor allem daran, dass wenn man das statisch aufbaut, mit einem stationären Strom, sie gar keine zeitlich veränderlichen elektrischen Felder haben. Und beim Oersted daher dieser Term keine Rolle spielt. Damit bleibt nur der stehen. Und außerdem, wenn Sie sich die Größenordnungen von Epsilon 0 und μ 0 anschauen, ist das eine winzig kleine Größe. Und es erfordert sehr große zeitliche Änderungen des elektrischen Feldes, damit man da entsprechende Effekte auch zustande bringt. Dieses Epsilon 0, μ 0, wie wir dann etwas später sehen werden, ist der Reziprokwert des Quadrats der Lichtgeschwindigkeit. Na, das ist schon ein Eckhaus. Das ist schon sehr, sehr wenig. C0 Quadrat und davon der Reziprokwert. So klar ist das, was da steht. No wonder, dass das also dann so wenig im ersten Moment ausgibt und dass man das zunächst auch gar nicht bemerkt hat, sozusagen. Naja, aber jetzt, meine Damen und Herren, also jetzt mache ich mal kurz Pause und frage einmal nach, ob das bei Ihnen auch angekommen ist. Ob Sie das gut verstanden haben. Dass Sie sich nicht durch diese Konstruktion mit dem Verschiebungsstrom verschrecken oder verwirren haben lassen.
letztlich das Ergebnis ist, wir haben einen zusätzlichen physikalischen Effekt postuliert, der dann diese obigen Ungereimtheiten wieder in Ordnung zu bringen scheint. Aber jetzt bleibt natürlich was offen. Und zwar, war es das jetzt? Passt die Gleichung jetzt? War die Reparatur erfolgreich? Na, da müssen wir natürlich jetzt wieder zurückgehen zu dem, was wir da eben ursprünglich gemacht haben, da die Gleichung abklopfen durch Divergenzbildung. Na, das machen wir jetzt wieder. Also jetzt kehren wir wieder zur ursprünglichen Fragestellung zurück und schauen nach, ob es passt. Also von dem Rot B, da machen wir mal die Divergenzbildung. Die von Rot B ist gleich. Also μ0 mal Divergenz J und jetzt plus Epsilon 0 mal μ0 mal d nach dt von Divergenz E. Denn die Differenziationen kann man austauschen, partielle, nach Ort und nach Zeit. Also wir müssen bilden Divergenz von dE nach dt. Aber wir machen d nach dt von Divergenz. Räumliche und zeitliche partielle Differenziationen gesetzt, dass die definiert sind und das möglich ist und differenzierbar ist, kann man austauschen. Das ist eine mathematische Tatsache. Also bleibt stehen mal d nach dt von Divergenz E. Naja, schaut das jetzt besser aus? Schauen wir mal. Was ist Tiefrot? Null, genau. Also das alles ist identisch null, da ändert sich ja nichts. Na, haben wir was gewonnen? Was könnte man da jetzt machen? Also an dem Divergenz J fällt mir nicht viel ein, was man machen könnte. Aber vielleicht das Divergenz E. Fällt Ihnen da was ein, was das Divergenz E ist? Bitte? Richtig, wir haben ja schon eine Maxwell-Gleichung fürs Divergenz E. Divergenz E, das wissen wir schon seit einiger Zeit, ist Rho durch Epsilon 0. Das war ja die erste Maxwell-Gleichung, die wir kennengelernt haben, die sich schon aus der Elektrostatik ergeben hat und die sich als haltbar erweist. Die braucht nichts mehr. Die ist so, wie sie ist. Na und jetzt schauen wir mal nach, was jetzt herauskommt. Daraus ergibt sich also μ0 mal Divergenz J plus Epsilon 0 μ0 mal das 1 durch Epsilon 0 gehen wir noch vor mal d Rho nach dt und das ist gleich 0. Da fällt das Epsilon 0 weg. Und da steht, das μ0 können wir herausheben und wenn es 0 ist, können wir es auch weglassen. Und was bleibt stehen? Divergenz J plus d Rho nach dt ist gleich 0. Das wollten wir. Weil das ist jetzt diese Kontinuitätsgleichung, die der Ladungserhaltung entspricht. Also wir haben einerseits, haben wir jetzt diese ganzen unangenehmen Widersprüche auflösen können und andererseits, diese erweiterte und verallgemeinerte Maxwell-Gleichung ist jetzt so beschaffen, dass man ruhig die Divergenz bilden darf und siehe da, es kommt dabei die Kontinuitätsgleichung heraus. Das heißt, durch diesen zusätzlichen Term, der also den Maxwell'schen Verschiebungsstrom beschreibt oder ihm entspricht, wenn man das schon so nennen möchte, ist diese Kontinuitätsgleichung, ich schreibe es nochmal dazu,
faktisch in die Maxwell-Gleichungen eingebaut. Also einerseits sind die Maxwell-Gleichungen repariert, weil die führen auf keine Widersprüche mehr und sie sind jetzt so, dass diese Beziehung gelten muss, sonst wäre das im Widerspruch zu dieser einen Maxwell-Gleichung. Also diese Kontinuitätsgleichung kann in dem Fall jetzt auch aufgefasst werden als eine Konsistenzbedingung zwischen den Ladungsdichten und den Stromdichten. Nur wenn die miteinander so im Zusammenhang stehen, sie kommen ja getrennt vor in den Maxwell-Gleichungen, aber wenn sie nicht so miteinander zusammenhängen, dann führt das auf einen Widerspruch. Und das heißt, nachdem das ja der Ladungserhaltung entspricht, dass damit auch die Ladungserhaltung automatisch in die Maxwell-Gleichungen eingebaut ist. Ladungserhaltung in Maxwell-Gleichungen eingebaut. Also viele Vorteile, die wir jetzt dadurch erhalten haben. Nun, wir können also jetzt zusammenfassen. Wir haben vier Maxwell-Gleichungen im Vakuum. Jetzt haben wir sie alle. Wir haben sie alle fertig. Und wie Sie sehen, alle aus experimentellen Befunden gewonnen. Nur die letzte Geschichte hat sich ein bisschen gespießt, weil das also ein kleiner Effekt ist. Das hat also der Maxwell noch nicht nachmessen können. Ja, aber seine Gleichungen retten. Ja, richtig. Er war schon motiviert. Naja, natürlich. Was glauben Sie, wie sich der gefreut hat, der Maxwell? Also ich meine, ich habe nicht mit ihm geredet. Nicht? Ich bin nicht ausgegangen. Aber ich bin sicher, dass er sich enorm gefreut hat, dass sich das damit hat so reparieren lassen. Und viel später erst, das ist halt sehr oft dann so und besonders eindrucksvoll, mit verbesserter experimenteller Technik hat man das dann auch festgestellt, dass da tatsächlich ein magnetischer Feldwirbel in der Umgebung von dem Kondensator sein muss. Aber er hat schon vorher eben sich überlegt, es kann nur so sein, sonst kriege ich diese blöden Widersprüche nicht weg. Man kann das ja eben auch aus Gedankenexperiment schon erkennen, dass man das verändern muss, sonst stimmt es nicht. Naja gut, also was haben wir jetzt? Wir haben zwei inhomogene und zwei homogene. Die inhomogenen. Divergenz E ist gleich Rho durch Epsilon 0. Das ist das, was wir da gerade verwendet hatten. Und die andere, die wir jetzt gerade erst haben, Rotation B ist gleich μ 0 mal J plus Epsilon 0, μ 0, dE nach dt. Und dann haben wir eine Divergenz-B-Gleichung, die ist besonders einfach. Divergenz-B ist 0. Es gibt keine magnetischen Monopole, nirgends kann aus irgendeinem Raumbereich netto nach allen Seiten ein magnetisches Feld austreten. Daher ist die Divergenz B immer 0. Und dann gibt es eine Rotation E. Das ist jetzt das, was wir zuletzt hatten aus dem Induktionsgesetz. Minus dB nach dt. Und das ist natürlich noch zusätzlich eine wichtige Sache. Weil jetzt sehen Sie, das wird da einigermaßen symmetrisch. Wenn Sie einmal von dem Strom absehen, also für stromfreie Zonen, haben Sie Rot B ist Epsilon 0 μ 0 dE nach dt, Rot E ist minus dB nach dt. In dem Minus steckt wieder die Energieerhaltung drin. Auch eine ganz wichtige Sache. Das ist eine so ausgewogene Anordnung von... Das ist wirklich ein Wunder. Ich glaube auch der Maxwell selbst, oder ich weiß, der Boltzmann hat das einmal als ein Wunder bezeichnet, wie diese Gleichungen alles beschreiben und zusammenfassen. Diejenigen zwei sind die inhomogenen, weil da stehen Ladungsdichten und Stromdichten drinnen. Das sind die homogenen. Da steht nichts davon drinnen. In denen kommt auch Epsilon 0 und μ 0 vor, in denen nicht.
Und zu den beiden dazu gibt es dann extra die Lorentzkraft. Aus den obigen, bei vorgegebenem Rho und Je, kann man die Felder ermitteln. Hat man die Felder, dann kann man mittels der Lorentzkraft die Kraft auf andere Rho und Je ermitteln. Diese Lorentzkraft F ist also Q mal E plus V Kreuz B. Auch eine für sich stehende Beziehung, die das eben ermöglicht. Diese Gleichungen stellen also die gesamte elektromagnetische Wechselwirkung dar und sind also die Basis für die klassische Feldtheorie der Elektrodynamik. Und ich möchte also ein paar Sachen dazu erwähnen. Und zwar einerseits, wie kurz gesagt, die Konsistenz mit der Energieerhaltung kommt durch die Lenzsche Regel zustande. Dann die Konsistenz der Maxwell-Gleichungen mit der Lorentzkraft hatten wir vor ein, zwei Stunden besprochen, wo wir gesehen haben, dass wenn man so eine rechteckige Leiterschleife verändert, kann man entweder durch die Bewegung des Leiters und Lorentzkraft oder durch Veränderung des Flusses durch die Leiterschleife auf die gleiche induzierte Spannung kommen. Also die Maxwell-Gleichungen sind konsistent mit der Lorentzkraft. Wäre schrecklich, wenn sie es nicht wären. Dann haben wir gesehen, dass wir also die Maxwell-Gleichungen so darstellen konnten, dass sie konsistent mit der Ladungserhaltung sind. Das ist uns heute gelungen. Also sie sind konsistent mit der Energieerhaltung, sie sind konsistent mit der Ladungserhaltung. In diesen Gleichungen steckt als Folgerung die Kontinuitätsgleichung drin. Das heißt, man kann nicht beliebig Rho und Je da oben einsetzen. Sie müssen immer dieser Kontinuitätsgleichung genügen, sonst ergibt es einen Widerspruch. Naja, und dann gibt es aber noch eine Sache. Und zwar, Sie haben ja schon in der Mechanik kennengelernt die Galilei-Transformation. Also eine Transformation auf gleichförmig bewegte Bezugssysteme, eine ganz, ganz einfache Sache. Und da hat sich herausgestellt, das ist ein bisschen eine umständliche Rechnerei, wenn man diese Maxwell-Gleichungen auf ein gleichförmig bewegtes Bezugssystem transformiert, wie man das machen kann, darüber sprechen wir etwas später, dann kommen nicht mehr genau die gleichen Gleichungen heraus, sondern da kommen zusätzliche Terme dazu, die proportional sind zu V² durch C0², wo V die Bewegungsgeschwindigkeit in dieser Galilei-Transformation ist, die Relativgeschwindigkeit, und C0 die Lichtgeschwindigkeit oder Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen. Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Und da könnte man sich denken, oi, jetzt müssen wir diese Maxwell-Gleichungen noch einmal reparieren. Und da zeigt sich, meine Damen und Herren, nein, die brauchen nicht mehr repariert zu werden, sondern die ganze Newtonsche Mechanik musste repariert werden. Und das führt zur speziellen Relativitätsmechanik. Das machen wir etwas später in Ansätzen, sodass Sie sehen, worum es geht. Kann man das durchaus im Rahmen des ersten Studienjahres bereits besprechen. Sie haben also gesehen, man muss verschiedene Sachen reparieren und immer irgendwo was anderes. Wir haben ja heute überlegt, sollen wir die Ladungserhaltung weglassen oder gehen wir auf die Maxwell-Gleichung? In dem Fall hat die Ladungserhaltung gewonnen. Die Maxwell-Gleichung musste repariert werden. Aber bei dieser Geschichte mit der Transformation auf gleichförmig bewegte Bezugssysteme, mit der Galilei-Transformation, da zeigt sich, die Maxwell-Gleichungen bleiben bestehen. Aber die klassische Mechanik
die muss repariert werden. Und aus einer Galilei-Transformation wird dann die Lorentz-Transformation. Das kommt ein bisschen später. Aber ich glaube, Sie haben schon gesehen, wir sind da mehrfach am Scheideweg sozusagen. Und wir haben also jetzt ein Konzept mit diesen Gleichungen gefunden, das außerordentlich tragfähig ist. Und morgen werden wir gleich damit beginnen, uns möglichst anschaulich klar zu machen, wie diese Felder jetzt konkret ausschauen werden. Statische und zeitabhängige. Und damit sind wir mit diesem Kapitel fertig und schließen dann an mit den magnetischen Eigenschaften der Materie. Danke. Thank you.